Jo, hallo, und es kommen hier zu einem neuen Part 2K Topspin 2K25. Ja, ihr seht meinen Charakter, ich bin ein bisschen angepasst. Immer noch da die 6 verfügbar, sofortiger Stufenaufstieg 6. Ich weiß immer noch nicht, was es bedeutet. Die Trainerin, die wir haben, da haben wir tatsächlich 3 Ziele schon erreicht. Das eine Ziel ist noch 3 Matches auf 70%. Ich glaube, da müssen wir längere Matches spielen. Der Nachteil ist, wenn du lange Matches spielst, dann verlierst du mehr Ausdauer. Das ist alles ein bisschen doof. Aber ja, das schauen wir uns noch an. Aber ihr seht, wir haben jetzt so ein blaues Outfit, ein No-Name, glaube ich, Oberteil, eine blaue Hose. Gefällt mir. Ich mag blau natürlich sehr. So, ja. Na, was heißt Lieblingsfarbe? Aber ich würde sagen, schon so meine Lieblingsfarbe tendenziell. Oder eine meiner Lieblingsfarben, aber von den, ich sag mal, Grundfarben, also blau, rot, gelb. Ja, sagen wir mal noch grün und so, da muss ich schon sagen, bin ich schon der blaue Typ. Ich glaube, blau ist ja generell auch die beliebteste Farbe. Ich glaube, die meisten Leute haben blau als Lieblingsfarbe, oder? Habe ich da mal so irgendwie so eine Statistik gesehen, dass, glaube ich, blau die beliebteste Farbe ist. Aber ja, ist natürlich Geschmackssache. Gewinne 3 Trainings. Platin. Genau, dann müssen wir eines noch auf Platin abschließen. Ja, letztes Mal haben wir das mit den Scheiben gemacht. Das fand ich nicht so prickelnd. Schlagauswahl. Ja, okay, wenn wir irgendwas mit Aufschlag machen können, dann bin ich ja immer der Aufschlagstyp. Weil die Aufgaben müsste ich eigentlich hinkriegen können, hätte ich jetzt mal gesagt. Sehr schön. Also 10 Fails bei 30 Zielen. Das muss doch erreichbar sein, hätte ich jetzt mal gesagt. Okay. Ja, super. Okay. So. Okay, also jetzt, ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen nicht gespielt. Also nicht tagelang nicht, aber da muss ich jetzt gerade wieder ein bisschen reinkommen. Vielleicht müsste ich die Trainings eher so am Ende vom Stream machen. Ich weiß es nicht. Okay. Also erster Versuch hier wird es mal sicherlich nicht. Aber ich sag mal so, das sollte eigentlich schon ein erreichbares Ziel sein. Aber auf Platin ist natürlich schon, die sind nicht ohne die Trainings. Okay. Ich verstehe jetzt gerade nicht so ganz, warum es nicht geht. Okay, also das wird richtig heavy. Okay, ich dachte erst, ja, wird easy. Ja, super. Ne, komm, da kann ich direkt... Ne, super, da hat es mir schon den ersten Schlag gemacht, dass ich noch gar nicht schlagen wollte. Boah, Junge, 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 Junge. So, man kann ja die Aufschläge auch auf schwer, da nur mit dem rechten Stick. Ich mache es natürlich immer mit den Tasten. Das ist mir alles sonst ein bisschen zu heavy. Ah, jetzt habe ich den falschen Schlag gemacht, super. 30 Aufschläge, also meine Güte, das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Bei nur so wenigen Fails. Bei den äußeren sollte ich schon hinkriegen, ja, wenn das Timing passen würde, aber so nach außen... Mit Timing ist wirklich... Boah. Der könnte passen. Boah. Vor allem Slice nach innen. Das ist schon die hohe Schule. Nee, gar keine Chance. Also das ist ja brutal schwer. Also ja, ich habe jetzt wie gesagt... Also das müsste man wirklich am Ende von einem Stream probieren. Von einem Part, wenn ich wirklich wieder ein bisschen drin bin gerade. Aber... Boah, also das ist echt heavy. Ja, wir werden sicher irgendein Training noch hinbekommen. 2 haben wir schon auf Platin, aber nee, das hier macht jetzt keinen Sinn. Also ich merke ja auch in den Parts oder wenn ich spiele die Aufschläge so, man muss ein bisschen reinkommen, dann geht das schon. Aber das ist echt heavy. 30 Stück bei nur 10 Fehlversuchen. Wie gesagt, das Timing muss stimmen, plus das Zielen mit dem rechten Stick muss stimmen. Das ist schon so ein bisschen feine Arbeit.
Aber ich probiere es mal nochmals. Ja, das Timing nur minimal nicht passt. Ja, und jetzt zum Beispiel habe ich mit dem linken Stick ein bisschen gebraucht, um zu zielen. Und dann habe ich nicht so genau aufs Timing schauen können. Also 20 würde ich ja noch sagen, okay, das kriegt man vielleicht noch hin. Relativ easy. So. Ja, wie ich gesagt habe, 20 ist sicher möglich. Ja, jetzt hätten wir ungefähr diesen Rhythmus für 20. Nee, das lassen wir mal. Das lassen wir mal, Freunde. Das ist mir jetzt ein bisschen zu heavy. Also das wird lustig auf jeden Fall. Das wird richtig lustig hier. So, ja, jetzt ist die Frage, BNP in Indian Wells. Okay, wir haben gar nicht mehr so viel Ausdauer. Ich würde sagen, wir pennen mal den Monat. Ja, wir ruhen uns mal voll aus und wir gehen mal nach Halle. So, und im April ist, genau, Monte Carlo Masters. Das werden wir spielen. Und trainingstechnisch schauen wir mal kurz. Boah, Timing auf Volleys. Das schaffe ich nicht. Zielen. Bullseye. Multiplikator. Aufeinanderfolgende Ziele. Oh, war jetzt auch wieder Volley? Nee, oder? Ich hoffe nicht. Doch. Ach du Scheiße. Boah, Junge. 5 Millionen Punkte müssen wir hierfür schaffen. Klar, es multipliziert sich immer wieder, aber da werde ich so oft nicht treffen. Nee, da habe ich gar keine Chance. Also klar, rechts rein ist kein Problem. Das werde ich immer schaffen, aber das wird mir der Multiplikator nicht ausreichen. Okay, vielleicht mit Lobs. Ich verstehe das wirklich hier teilweise nicht so ganz mit den Volleys. Weil ich kann die Schläge nicht aufschlagen beim Volley. Aufladen. Ich weiß nicht, wie ich da nach hinten komme. Ich weiß es nicht. Okay. Ich verstehe das wirklich. Beim besten Willen verstehe ich das nicht. Okay, es ist egal, wenn ich mal einen Nuller habe. Das verstehe ich immerhin schon mal. Kann ich vielleicht auch den aufkommen lassen? Nö. Ich verstehe es nicht. Also ist natürlich ein bisschen komisch, wenn ich sage, ich verstehe es nicht bei Part 18 oder was weiß ich, welchen Part wir jetzt haben. Aber ich verstehe es wirklich nicht, wie das funktioniert. Also es wird auch nicht vernünftig erklärt, muss man fairerweise sagen. Ich habe auf jeden Fall auch schon von jemand anderem gehört, dass er richtig Probleme hatte bei den Trainings, bei den harten. Und ich, wie gesagt, ich spiele sie gar nicht groß. Ich spiele einfach nur die man machen muss, um den nächsten Rang zu erreichen. Und sonst mache ich die ja nicht wirklich. Aber beim besten Willen, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so mega schlecht bin bei Topspin. Ich weiß wirklich nicht, wie das gehen soll. Vielleicht hat es eine Logik, wie man hier nach hinten spielt, die Volleys. Vielleicht, aber ich weiß nicht, wie sie ist, die Logik. Für mich gibt es überhaupt keine Logik. Also weder man kann weder die Schläge aufladen, noch liegt es am Timing. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht gibt es eine Logik. Es kann sein, aber die wird auf jeden Fall nicht erklärt im Spiel, bisher zumindest. Okay, ich habe die schweren Tutorials noch nicht gemacht, nur die einfachen und die mittleren. Da könnte man noch sagen, okay, da muss ich mal noch reinschauen. Die habe ich jetzt ganz verpennt in letzter Zeit. Das muss man fairerweise sagen. Aber ja, natürlich ist er nicht drin. Das ist doch lächerlich. Also ich drücke den Stick nach vorne, was geht. Und er spielt ihn halt einfach in die Mitte des Feldes mit perfektem Timing teilweise. Jetzt war das Timing nicht perfekt. Jetzt funktioniert es. Also es macht gar keinen Sinn hier.
Timing ist wirklich auch, das ist so brutal hart bei den Volleys. Und ich würde sagen, beim Timing, ich habe jetzt auch ein paar Streamern und so zugesehen, da stelle ich mich gar nicht mal so dumm an teilweise in den Matches. Also da frage ich mich schon, wie das die Leute schaffen sollen. Aber okay, jetzt haben wir mal einen guten Score mal zu Beginn. Mal einen okayen Score, würde ich mal behaupten. Ja, sehr schön. Boah, das ist fünffache. Aber warum das Dreifache jetzt schwerer ist als das Vierfache, verstehe ich auch nicht, weil ich komme ja kaum nach hinten und hier. Ja, wahrscheinlich muss ich hier die Fünffachen machen, aber ich. Oder jetzt den Sechsfachen, aber. Ey, ich. Okay. Ja, sehe ich jetzt, wie viel mir gefehlt hat? Das wäre jetzt noch interessant gewesen zu wissen. Vielleicht hat dir gar nicht mal so viel gefehlt. Okay. Dankeschön. So. Ja, sehr schön. Weil klar ist, wenn ich einen Vierfachen mache, dann muss ich nicht zweimal einen Dreifachen machen. Einen Doppelten machen. Das ist natürlich schon effizienter. Ja. Also. Das ist so hart hier. Jetzt ist er zu lang. Willst du mich komplett verarschen? Jetzt spiele ich sie zu lang? Okay. Ja, zweimal dreifach ist natürlich dreimal doppelt. Also auch da, wir müssen es probieren. Die Sechsfachen, keine Chance. Und hier versuchen immer die Vierfachen mitzunehmen. Oh, schade. Sehr schön. Ja, der Fünffache ist zu brutal. Komm, komm, komm. Also wenn es jetzt, könnte es wirklich reichen. Jetzt habe ich das Gefühl wirklich, wir sind da gut drin. Ich weiß nicht, haben wir jetzt schon die Mio? Jetzt vielleicht noch zweimal, kann es sein? Wir haben es geschafft. Boah, okay. Okay. Aber jetzt plötzlich waren die Volleys viel länger. Ich weiß nicht wieso. Ich habe nichts anders gemacht. Also. Ich weiß es nicht. Aber okay. Nice. Haben wir ein Platin-Ding geschafft. Aber die sind wirklich nicht so ohne. So, jetzt müssen wir noch 4 Master spielen in dem Jahr. Das sollte ja nicht gehen, wenn wir jetzt sagen, okay, im April, im Juni, im August, im Oktober. Jo. Monte Carlo, 4 Runden. Die Rolex Monte Carlo Masters sind wirklich etwas Besonderes. Und ich meine, wir spielen jetzt auch einen Satz, soweit ich das im Kopf habe. Weil das mit den 3 Sätzen war mir ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Aber ein bisschen mehr darf es ja hier auch sein, finde ich, als in den Tiebreaks. 15-0. Ja, mal schauen, vielleicht sind es ja doch 3. So wie ich es im Kopf habe, ist es ein Satz. Ja, wir sind natürlich jetzt spielerisch auch nochmals ein Ticken besser geworden. Und Sand ist ja eine Unterlage, die uns. Ja. Na, liegt sie uns? Ich weiß es nicht, ob man das sagen kann, so richtig. Aber ich glaube eigentlich, Sand ist fast unsere beste Unterlage bisher gewesen, oder? So vom Gefühl her. So, das ist natürlich kein Nachteil, dass er zuerst mal aufschlagen kann für ihn. Also müssen wir direkt dranbleiben. Sonst sind wir dann schon ein bisschen unter Druck bei eigenem Aufschlag, wenn wir da 1-0 hinten sind. Also ein Break zu Beginn wäre nicht verkehrt. So 30-30.
So, ich denke mal, in dem Part werden wir auf jeden Fall das Turnier durchspielen, je nachdem, wie weit wir kommen. Ist natürlich die Frage, wenn wir durch die erste Runde out sind. Ich sehe keine Sache, aber ich denke mal, wenn wir ins Finale kommen sollten, die drei oder näher, es sind vier Runden. Mal schauen, ob wir das wirklich in einem Part jetzt schaffen, aber ich glaube schon. Auch wenn der Part schon irgendwie eine Viertelstunde, glaube ich, fast geht. Ich habe da ja mich ein bisschen schwer getan mit den Trainings. Ah, habe ich ein bisschen rumgemotzt. Aber das kennt ihr ja mittlerweile von mir. Aber in den Spielen, da motze ich ja nicht so viel rum. Und meistens machen wir ja hier die Spiele. So. Sanampudi, also immerhin hat er so ein bisschen einen indisch klingenden Namen. Du weißt, glaube ich, einen Inder. Ich habe jetzt gar nicht mehr genau auf die Flagge geschaut, aber ich meinte. 15-0. Ich höre manchmal so einen Gaming-Podcast, da haben sie jetzt drüber geredet. Über Slay the Spire. Kennt ihr dieses Spiel? Das würde mich mal wundern nehmen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. So ein bisschen ein Roguelike-Kartenspiel. Das da ganz cool sein soll. Und dann habe ich mir das mal angeschaut. So auf dem Handy kostet es um die 10 Euro. Habe ich mir überlegt, oh, soll ich es mir holen, soll ich es mir nicht holen. Konsole habe ich so geschaut auf der Switch und auf der PlayZ und da über etwa 25 Euro. Dachte ich mir so, ach, 25 Euro ist mir zu viel dafür. So, ich habe mir jetzt nicht irgendwie Gameplay oder so dafür angesehen. Auf dem Handy ein 10er. Wäre eine Überlegung gewesen, aber ich dachte mir so, weiß ich jetzt nicht. Ich hatte jetzt auch kein Guthaben gerade da fürs Handy. Also für die Handy-App in dem Sinne. Da habe ich mir gedacht, ja, muss ich mir noch überlegen. Aber irgendwie habe ich es dann meist doch ein bisschen lieber auf der Konsole. Wobei, bei Android weiß ich jetzt nicht, was es kostet. Bei iOS halt auf dem Tablet habe ich geschaut. Da war es eben ein 10er. Weil klar, auf Android, da könnte ich es natürlich dann auch auf dem Odin zocken. Aber irgendwie hätte ich es fast lieber auf der Switch gehabt. Oder allenfalls auf der PlayZ. Auf der PlayZ hätte ich natürlich auch. Könnte ich es jetzt nicht offline unterwegs zocken oder so. Wobei, unterwegs zocke ich eh kaum. Aber die Switch ist natürlich da ein bisschen portabler, gerade für so Indie-Spiele. Aber bei der PlayZ ist ja das Angenehme. Ich habe ja die Portal. Also das heißt, wenn ich mal im Bett drin oder so am Abend zocken möchte, dann geht das auch ohne Probleme. Funktioniert super, gerade für so ein Spiel sowieso. Und dann, ja, dachte ich so, ja, okay. Und dann habe ich heute irgendwie jetzt nochmals kurz auf der PlayZ geschaut, dann irgendwie nochmals im Store, weil ich hatte davor auf der App geschaut. Nicht in der App, im Browser geschaut. Und dann irgendwie habe ich nochmals doch noch in dem PlayStation Store geschaut. Und dann habe ich gesehen, ey, ich habe das Spiel ja. Das war ja bei PS Plus drin, vor, was weiß ich wann, wahrscheinlich vor 2-3 Jahren schon. Habe mich dann richtig gefreut, so. Weil das Spiel, das hat mir damals wahrscheinlich nichts gesagt, aber das ist wirklich so, ladet immer eure PS Plus Spiele in die Bibliothek. Auch wenn ihr sagt, boah, das Spiel sagt euch jetzt nicht zu, vielleicht ist es ja ein Genre, wo ihr plötzlich mal Spaß bekommt. Oder zum Beispiel auch, was mich jetzt gerade, Darksiders zum Beispiel. Der zweite und dritte Teil waren beide bei PS Plus und jetzt habe ich mir den ersten Time Sale für 3,50 Euro geholt. Und da will ich auch mal reinschauen. Natürlich macht es erstmal Sinn, im ersten reinzuschauen. Aber falls es mir gefällt, ey, der zweite und dritte hätte ich dann schon. Und dann gibt es ja, glaube ich, noch Genesis. Der war jetzt auch im Sale, aber ich will mir jetzt nicht einen vierten Teil von der Serie holen, die ich nie gezockt habe. Der ja auch ein bisschen anders ist. Klar, vom Genre, glaube ich, der vierte, aber... Ja, da gibt es viele Spiele immer, da denkt man so, ja, brauche ich die oder packe ich die in die Bibliothek? Ihr könnt sie immer noch verbergen oder was weiß ich, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Aber vielleicht kommt da irgendwann ein Zeitpunkt... Und da sind schon immer wieder so auch kleinere Perlen und so dabei. Jetzt kommt ja Tunic raus am Dienstag. Also wenn ihr diesen Part seht, müsste Dienstag sein. Und Tunic ist, glaube ich, so ein Indie-Spiel. Da habe ich mir jetzt nicht so gerade das Gameplay im Kopf. Aber ich weiß auch, als das rauskam. Da dachte ich mir auch so, ja, mal in einem Sale vielleicht mitnehmen. Und dann hatte ich jetzt aber nie Bock da drauf in einem Sale. Das war schon ein paar Mal im Sale. Da freue ich mich jetzt auch drauf. Ich hätte jetzt aktuell, wie gesagt, gar keinen Plan davon. Ich werde es aktuell auch nicht zocken. Aber vielleicht kommt da dann auch irgendwann mal so ein Zeitpunkt, wo ich mal reinschaue. Also ich muss sagen, ich bin mit PS Plus sehr zufrieden. Das Einzige, was halt ist, man weiß natürlich, wenn man kein PS Plus mehr hat irgendwann. Die Spiele hat man dann nicht mehr. Deswegen so, wenn ich dann merke, ein Spiel ist mega, mega geil bei und das ist bei PS Plus, dann kaufe ich mir das dann oftmals, wenn es ein richtig krasser Sale ist, dann vielleicht doch nochmals. Oder so, aber PS Plus werde ich eh immer abonniert haben und ich...
Ich gehe aktuell ein bisschen davon aus, dass wenn Sony irgendwann PS Plus abschaffen sollte, warum auch immer, dass dann die Spiele trotzdem alle in der Bibliothek bleiben. Also ich gehe davon aus, das ist wirklich so ein Ding, sie wollen, dass die Leute halt für PS Plus bezahlen, solange das so ist. Und wenn es irgendwann kein PS Plus mehr geben sollte, dass sie dann aber sagen, ey, ihr könnt die Spiele behalten. Ja, wobei, wann sollen sie PS Plus abschaffen? Das ist halt die andere Frage. Ja, wird es teurer oder so? Aber wenn es jetzt mal Sony nicht mehr gibt, dann ist es eh problematisch mit den Servern und allem. Das ist eh klar, aber ja, das ist natürlich sehr hypothetisch. Ich glaube, davon sind wir weit entfernt. Hoffentlich auch weit entfernt. Also fürs Gaming wäre es natürlich nicht gut, wenn es kein Sony mehr gäbe, glaube ich. Auch wenn Sony vielleicht auch ein paar dumme Entscheidungen trifft, absolut. Aber ich glaube, Sony und Nintendo sind die wichtigsten Player, damit Gaming für uns auch gut bleibt. Ich glaube, Microsoft, ich weiß nicht, was die wirklich für Pläne haben teilweise, ob die so gut sind oder nicht. Interessant finde ich auch Square Enix aktuell, so ein bisschen zu verfolgen. So, zweite Runde Taylor Fritz, der an Nummer 3 gesetzt ist, okay. Wir waren an 11 gesetzt. Wir haben da gegen Sanam Pudi, genau Inder, gewonnen. So. Medvedev macht mit, TFO macht mit. Das sind so die echten Spieler und Alcaraz. So, wie viel EP haben wir jetzt bekommen? Das müssen wir jetzt gleich mal nach der nächsten Runde schauen. Wenn es gute EP gibt, können wir natürlich einen Booster nochmal nutzen im Finale oder Halbfinale. Erstmal müssen wir hier weiterkommen gegen Fritz. Das kann schon ganz schön knapp werden hier. Ja, was ich sagen wollte, ist genau, Square Enix ist ja aktuell auch so ein bisschen ich will nicht sagen Schieflage, aber da hört man ja immer wieder, oh, die sind gar nicht zufrieden. Die haben irgendwie immer auch sehr hohe Verkaufsziele oder so, oder? Und jetzt Final Fantasy VII Rebirth soll sich schlechter verkauft haben als erwartet. Sogar schlechter als Final Fantasy 16 und 16 war ja jetzt schon nicht so der Bringer, war schlechter als Remake, glaube ich. Und das war ja vielleicht auch ein bisschen zu erwarten, dass natürlich Remake, 7 Remake erfolgreicher ist als das 16er dann, aber das 16er hat ja auch ein bisschen Hype da nach der Demo. Aber ich glaube, Square hatte auch einfach zu hohe Erwartungen und ich weiß nicht, ob Rebirth der richtige Name war, wahrscheinlich hätte Final Fantasy 7 Remake Part 2 mehr Sinn gemacht. Hätten die Leute auch wirklich gewusst, okay, das ist die Fortsetzung. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Nachteil, du musst natürlich auch den ersten Teil gespielt haben vom Remake. Das macht natürlich wenig Sinn, jetzt das Spiel so zu holen. Das muss man sich auch im Klaren sein. Jetzt kann man sagen, ja, okay, Vorbestellerbonus war ja unter anderem auch, ich glaube, bei allen Versionen, dass auch der erste Teil nochmals mit dabei war. Das ist klar, aber da muss man auch die Zeit haben, den ersten erstmal nachzuholen. Der ist ja auch nicht so kurz. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe nicht, dass es ganz krasse Auswirkungen hat und am Ende irgendwie nicht rauskommt. Dass die jetzt sagen, okay, wir müssen das ganze Projekt abbrechen. Das wäre natürlich ganz bitter bei einem 3-Teile-Projekt, wenn es nach dem zweiten den Abbruch gibt, wenn es jetzt ein 6-teiliges Projekt wäre und man nach dem zweiten nicht zufrieden ist, dann ist klar, dann muss man es abbrechen. Aber ich glaube schon immer noch, dass es natürlich einer der größten Geldbringer ist für Square, die Final Fantasy-Reihe und speziell jetzt eben auch die 7er Remake-Reihe. Deswegen glaube ich schon, dass der dritte noch kommen wird, aber vielleicht gibt es da ein bisschen Einsparungen, vielleicht wird er ein bisschen kleiner. Das muss man natürlich jetzt mal abwarten. Aber generell, ich weiß nicht, so Square ein bisschen, Square Enix, ich verfolge die jetzt nicht so lange, weil ich früher auch nicht so der Spiele-Fan war von JRPGs und so, aber wenn ich jetzt auch Foam Star oder wie das heißt da anschaue, dieses Splatoon, dieser Splatoon-Klon. Das gibt mir immer so ein bisschen das Gefühl, Square schaut so ein bisschen, ja, was wollen die Leute? Es war wie bei diesem einen Marvel-Spiel, dieses Avengers-Spiel, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es hieß, aber irgendwie Avengers. Ja, da wollen alle Leute ein Game as a Service. Und dann haben sie das halt irgendwie so gemacht, weil das irgendwie so ein bisschen Hype hatte, gerade Game as a Service. Dann bringen sie das 4 Jahre später raus und irgendwie hat keiner Bock aufs Game as a Service. Oder eben Foamstar, ja, einfach so ein Klon, aber so unkreativ halt. Das ist jetzt nicht scheiße oder so, aber wer Bock hat, zockt halt Splatoon. Und gerade so ein Shooter, der so ein bisschen Positives, sag ich mal, weil du natürlich die Leute nicht richtig umbringst in dem Sinne. Das ist natürlich auch eher ein Thema für Nintendo. Und ja, und dann eben Final Fantasy, die hohen Erwartungen immer, die sie haben.
ist ja ein bisschen dasselbe, oder? Mit Tomb Raider, die letzten drei Teile. Die Rechte hat ja inzwischen, glaube ich, die Embracer Group, wenn ich... Boah, da kann ich mich täuschen, aber ich glaube schon. Aber ich glaube, davor die Trilogie kam ja von Square. Von dem Studio von Square. Und dann haben sie das abgespalten und dann die Embracer Group gegeben. Ich weiß nicht, ob die das inzwischen auch abgestoßen haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben sie noch, die Rechte und alles. Aber da bei Tomb Raider waren sie auch irgendwie nie zufrieden mit den Verkaufszahlen, obwohl sich das eigentlich ganz gut verkauft. Und dann wollten sie ja irgendwie nichts mehr Westliches machen und dann haben sie eben das weggegeben. Aber Tomb Raider war eine qualitativ solide Reihe. Ich fand auch, der dritte Teil war richtig gut von diesem, ich sag mal, nicht Remake, wie sagt man, dem Reboot. Avantage, Fritz. Ich habe die dann, glaube ich, alle, bevor dann eben der dritte Teil da rauskam, von diesem halt PlayStation 4 Reboot, mehr oder weniger, oder Xbox One. Der erste Teil war erst, glaube ich, sogar exklusiv auf der Xbox worden. Ja, die habe ich alle drei dann gezockt, kurz als ich, bevor der dritte rauskam, die ersten beiden nachgeholt. Sind natürlich sehr ähnlich wie Uncharted. Uncharted natürlich ist auch ein bisschen inspiriert von den alten Tomb Raidern. Also man kann jetzt nicht sagen, Tomb Raider kopiert Uncharted, wenn eigentlich ja Uncharted natürlich irgendwie eine Kopie ist in dem Sinne. Nicht eine Kopie, aber natürlich inspiriert ist von Tomb Raider. Aber ich sag mal so, die Reboots von Tomb Raider wiederum haben sich dann auch sicherlich wieder das ein oder andere bei Uncharted angeschaut. Aber das sind gute Spiele, ohne Frage. Für mich nicht ganz auf Uncharted-Niveau. Aber viel näher dran, als ich es erwartet hätte, tatsächlich. Die haben richtig Spaß gemacht. Habe ich schon nicht verstanden. Also für mich gibt es viele Fragezeichen bei Square. Wie gesagt, so, sie schauen einfach, was ist erfolgreich und wollen das irgendwie kopieren. Und schauen auch nicht, wollen das die Spieler wirklich, oder sie schauen eher, was ist aktuell erfolgreich finanziell und versuchen das zu kopieren, dann zu schauen, was wollen die Spieler wirklich und was die Spieler wollen, dafür sind sie ja dann auch die Spieler bereit zu bezahlen. Und ich habe jetzt mal geschaut, so finanziell, glaube ich, sind die Square-Zahlen gar nicht mal so schlecht, weil ich dachte so, das könnte wirklich mal ein Kandidat sein in 2-3 Jahren für eine Übernahme oder so, oder eine Aufspaltung der Bude zumindest. Egalität. Aber man muss sagen, die finanziellen Zahlen von Square sind besser, als ich es erwartet habe. Aber ich habe mir auch nur, wie gesagt, kurz so ganz groben Zahlen angeschaut. Ich habe jetzt da nicht genauer den Finanzbericht analysiert oder gelesen. Das ist natürlich auch immer eine Sache. Man kann natürlich da auch ein bisschen die Zahlen zumindest kurzfristig natürlich auch positiver halten, als es sind. Irgendwann kommt das natürlich dann zum Tragen, ein paar Jahre später. Aber Egalität. Ja, aber ich habe irgendwie so das Gefühl bei Square, ich weiß nicht. Ich habe ja Forspoken ganz gerne gespielt, das müsste ja auch Square gewesen sein. Aber das war ja auch kein wirklicher Erfolg und ja, auch dort fehlte irgendwo so ein bisschen die Linie. Was will es sein? Ein kleineres, ich sag mal so eher ein Double-A-Spiel oder doch ein großes. Irgendwie wurde doch groß die Werbetrommel angerührt. Aber dafür war es dann doch ein bisschen zu... Ja, ein bisschen zu buggy und ein bisschen zu unrund, sag ich mal. So, die 70% haben wir gesagt, oder? Die sind das Ziel jetzt. Jetzt haben wir gerade 60, also wir können hier die 70% durchaus schaffen. Das ist ein guter Stoppball. Oh, und dann geht der nicht ins Feld. Oh, das wird minus 2% und wir hatten so einen guten Ballwechsel. Das verstehe ich halt wirklich nicht teilweise. Aber vielleicht muss ich es auch nicht verstehen. Ich weiß es nicht. Jetzt hat er einen Break, weil jetzt haben wir noch 55%. Also das macht gar keinen Sinn. Klar, wir haben die Punkte nicht gewonnen, aber wir hatten so viele gute Schläge im Ballwechsel, das wird irgendwie gar nicht honoriert. Und dann machst du irgendwie so einen kurzen Ballgewinn ohne gutes Timing und gewinnst irgendwie wieder 3%. Egalité. Ja, da muss ich unbedingt jetzt hier... Ja! Avantage, Borg. Boah, also hartes Spiel hier gegen Fritz, muss man sagen. Boah, ich habe das Gefühl, dieses Aufschlagspiel ist ein wahnsinnig matchentscheidend, ob wir hier
gewinnen werden, oder nicht? Vielleicht liege ich ja auch falsch, aber irgendwie ist das so ein bisschen mein Gefühl hier. Avantage, Borg. Hm. Egalité. Boah, ey, willst du mich verarschen, ey? Das ist ja unglaublich hier. Zum Glück bin ich auf einen Satz runter, ey. Das dauert ja hier schon echt ewig. Dieses Match womöglich. Avantage, Fritz. Jetzt hat Fritz wieder an. Spielball. Ja, stark. Stark von Taylor Fritz, muss man sagen. Ich bin mal gespannt, ob das uns jetzt irgendwie viel Ausdauer nimmt, das Match, wenn es so lange dauert. Partout. Ah, ich überlege gerade, ob wir die Power erhöhen wollen als nächstes. Die Rückhand oder den Aufschlag, aber ich. 30 partout. Also etwas von den dreien auf jeden Fall. 40, 30. Kein gutes Timing am Ende. Nimmt uns sogar 1%. Oh, was für ein Fehler von Taylor Fritz, ey. Unglaublich. Noch ein Fehler. 0,30. Boah. Komm, mach einen Doppelfehler, Taylor. Mach doch noch einen Fehler. Vorher hast du so viele Fehler gemacht, Taylor. Alter, von 0,40 gönnt er sich 40,40. Ey, ich könnte ja komplett im Strahl kotzen.
Montage Fritz. Heieiei, Freunde. Das glaube ich jetzt wirklich nicht hier. Doch, was ist das für Timing? Ja, und jetzt kann ich plötzlich wieder Punkte machen, oder was? Ist es doch nicht zu glauben, ey. Ohne Witz. Ja, ich wollte da, glaube ich, jetzt auch viel zu viel auf die 70% gehen. Ich muss einfach nur schauen, dass ich das Match gewinne. Kackegal auf die 70%. Oh, das wäre so wichtig hier, das Break. Und dann schon... Oh, ich dachte schon, da macht er wieder einen krassen Fehler, aber nee. Dann habe ich einen richtig schlechten Schlag gemacht. Oh, das ist nicht gut, der Stopp. Aber der ist... Das ist nix, Freunde, das ist nix. So, Seitenwechsel. So. Also ich muss bei eigenem Aufschlag fehlerfrei bleiben hier. Das ist ganz wichtig. Oh, 40-15, jetzt führen wir wieder 40-0 und jetzt mal schauen. Aber bei einem Aufschlag müssen wir das schaffen, so. Je borde, deux jeux partout. Ja, wir beginnen schon mal wieder gut bei seinem Aufschlag, aber... Ja, minus 5%, weil ein Schlag nicht gut war. Ey. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich, diese Anzeige. Also, die muss wirklich ganz klar irgendwo erklärt werden. Aber weil ein Return, vor allem ein Return nicht gutes Timing hat, gibt es minus 5%. Das ist wirklich absolut bodenlos. Bodenlos. Also wirklich. Ja, oder das jetzt hier. Wird mir das Timing hier auch als schlecht angegeben, nur weil ich einen solchen Defensivschlag machen musste, wo ein besseres Timing unmöglich ist. So, aber wir haben einen Break, Freunde. Das ist das Einzige, was zählt. Ey, er rennt nicht hin. Er rennt nicht hin. Das ist doch lächerlich. Trente,
40, 15. Boah, wir haben die 70%, Freunde. Und jetzt schaffen wir gar keinen Schlag mehr, der ein vernünftiges Timing hat. Alter, jeder Schlag hat schlechtes Timing. Jeder Schlag. Ja, minus 4%. Also wirklich, ich habe nicht die Nerven, mal so ein Timing 70% Spiel hinzukriegen. Ja, auch jetzt. Ich hätte jetzt die Möglichkeit, mit einem richtig guten Ballwechsel nochmal 4% zu holen. Kein Schlag hat mehr vernünftiges Timing. Jeu 7 et match. Borg. 1-7 à 0. 4-2. Aber nicer Win auf jeden Fall. Boah, gab nur 134 EP, das ist gar nicht mehr so viel. Da ist jetzt die Frage. Also Alcaraz Viertelfinale Australian Open, dann hat er Columbus Challenger ein 125er gespielt im Februar. Okay. Gibt's 125er? Das wundert mich jetzt gar nicht. Es gibt doch nur die 250er, 500er und 1000er. Oder bin ich gerade doof? Verstehe ich gar nicht so ganz. So, aber ich würde sagen, ich bedanke mich. Wir spielen doch die nächsten beiden Runden erst in der nächsten Runde. Also vor allenfalls zwei Runden. Und wir haben nur noch 35% Ausdauer. Also wir werden uns verletzen in dem Spiel. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Also eigentlich müssen wir die Spiele runtersetzen, auch hier auf 10 Punkte. Weil wir können hier das Turnier so nicht spielen. Oder wir müssen voll auf Ausdauer gehen. Das wäre noch die Möglichkeit. Wir haben natürlich nur 42 Punkte. Das ist wirklich die Frage, wollen wir hier noch eine Runde spielen? Ja, wir riskieren es. Wenn wir uns verletzen, dann müssen wir halt danach eine längere Pause einlegen. Aber wir wollen hier gewinnen. So, wir machen auf jeden Fall noch einen Booster rein, hätte ich gesagt. Ein 100% EP-Booster. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.